Hallo zusammen, ich bin's mal wieder und ich werde euch heute weiter aus dem coolen Buch vorlesen. Und das Kapitel heute heißt Bügelfalten. Ich mache heute auch wieder 3 Stück. Mal gucken, was sich da uns so alles eröffnen wird, nicht wahr? Hier, Oma fickt sich ins Koma, hätten wir zum Beispiel. Oder Oma, überreife Bauernfotzen brauchen's hart und derb. Die Mumie 2, ja. Oder hier, geile alte Furien. Omas Schlammcatchen. Haben wir noch hier, reife Stuten. Antike Schmuckstücke, auch nicht schlecht. Oma, Kurstadt Bad Fickingen. Oder den Rentnerball, Oma kann's nicht lassen. Ihr seht ja zum Glück nicht die Cover dazu. Hier, Oma Sex 37, dicke Nudeln selbst gemacht. Dann hätten wir hier noch 300 Jahre welkes Runzelfleisch. Gib der Omi was von deinem geilen Samentrank. Das gibt ihr neue Lebensqualität. Dann hätten wir noch Oma abgefickt und abgeschoben. Dann haben wir hier noch feucht und faltig. Deutschlands geilstes Altenheim. Überreife Pflaumen. Oh, gut, das Bügelfallen-Kapitel ist vorbei. Und jetzt kommt Ödipussy. Und wir fangen auch direkt mal an. Inzest. Reiche Nichte, arme Schwester. Oder das gleiche Blut. Mein Gott. Und hier, was für ein Kapuzenwurm. Österreich privat. Familie Brunsbichler. Oder Familie Hempel auf dem Sofa. Opa, die Sau hat die Dixeneier. Inzest, Vorsicht, giftig, Schlangen in der Familie? Hä? Verstehe ich nicht. Da gibt es so verschiedene. Rübe, was ist? Wollt ihr hier rein? Hier. Rübe. Geh hier rein, lass mich weiterlesen, ne? Eine fürchterlich verfickte Familie. Oder Inzest im Mittelalter hätten wir noch anzubieten. Wonach ich jetzt auch zum nächsten Kapitel komme. Das heißt Stoßgebete. Das wird bestimmt auch nochmal lustig. Da ist nämlich schon mal so ein Jesus drauf. Die Nonnen von Klitschi. Stehe ich nicht. Oder Kloster der 1000 Sünden. Ja, schon besser. Die Nonne und das Biest. Das Abendmahl, Kloster der geilen Nonnen. Oder der Pfarrer und seine ungehorsamen Schäfchen. Die Scheinheiligen, ne? Ja, wäre ich jetzt selber nicht drauf gekommen, aber finde ich ganz gut. Priester auf Abwägen, die Beichte. Oder Salieri, der verbotene Apfel. Mhm. Katharsis. Wahrscheinlich nur wegen dem Cover, aber ich darf es euch leider nicht zeigen, sorry. Oder hier. Faust im heiligen Arsch. Hätten wir noch. Das ist mein Favorit hier aus dem Kapitel auf jeden Fall. Oder das sechste Gebot, du sollst ficken. Oder der perverse Kardinal. Im Kloster der Sünden. Ein Platz an der Nonne. Oh, nicht schlecht, ey. Ja, genau, Dimension der Erotik steht da auch noch drunter. Aber leider war es das mal wieder für heute. Das waren jetzt die 3 Kapitel und, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was kommt als nächstes? Bügelfalten hatten wir, Ödipussy hatten wir, das mit den Nonnen hatten wir und als nächstes kommt Spießruten, Make Love, Not War. Ja, und also in dem Sinne verbleibe ich mal wieder, euer Detschebne und bis zum nächsten Mal. Tschüss.